Hello and welcome. Heute möchte ich euch mein Artefakt Metalwork Colossus Deck vorstellen, das das Ziel hat, so schnell wie möglich diesen netten Freund hier auszuspielen. Mir ist das in den nächsten Games relativ schnell mal gelungen. Schaut euch einfach mal die Videos an. Aber heute haben wir noch einen Ehrengast mit an Bord. Am Ende des Videos habe ich auch ein Spiel gegen Holy Crap gespielt. Das ist der Admin von Magic Duels, der sehr stark die Magic Duels Community unterstützt mit seiner Seite. Und dafür herzlichen Dank. Und ja, schauen wir mal, wie das Game dann ausgegangen ist. Er ist ja auch ein sehr guter Spieler. Also, wir haben hier in unserem Deck den Glisternest-Kranich, ein 1-3er, der insbesondere dafür geeignet ist, die obersten vier Karten unserer Bibliothek anzuschauen und davon eine Artefaktkarte auf die Hand zu nehmen. Ziel sollte es ja auch sein, mal ein Midrange-Deck zu bauen. Das ist ein Midrange-Deck, das auch gute Chancen hat, auch gegen Aggro-Decks zu bestehen. In den letzten Spielen habe ich häufig gewonnen, meistens 2 zu 1. Ja, das Deck ist nicht ganz so stark wie die beiden oder drei Aggro-Decks, die ich vorher gebaut habe, macht aber umso viel mehr Spaß, ist ein bisschen komplizierter, aber auch zu spielen. So, da stellt sich die Frage, was habe ich im Artefakt-Deck mit Olivias Dragonerin? Was hat die hier zu suchen? Der 2-2er ist eigentlich nur dafür da, um auch mal eine Karte oder Handkarten wegzubekommen. Denn wir spielen hier auch mit Girapur Orrery. Das bedeutet, jeder Spieler zieht drei zusätzliche Handkarten in seinem Versorgungssegment, wenn er keine Handkarten auf der Hand hat. Und so kriegen wir eigentlich relativ schnell unsere Handkarten weg. Ganz interessant, wir haben auch keine Sümpfe im Spiel. Wie kriegen wir die Mana? Das sage ich euch später. Der Schrotthalden-Schmarotzer, super gut, auch gerade für ein relativ starkes Aggro-Game oder was wir auch aufziehen können. Aber insbesondere ist er wichtig für 3-2, für die Bemannung der etwas größeren Artefakte, wie zum Beispiel den Wohnwagen. Da brauchen wir halt immer eine Power von 3 und dafür ist er eigentlich herrlich gut geeignet. Außerdem können wir ihn nutzen, falls wir den Koloss spielen sollten, ihn zu opfern. Denn wir können ihn ja mit einer schwarzen, farblosen Mana wieder ins Spiel bringen, wenn wir eine andere Kreatur aus unserem Friedhof opfern. Schmugglerkopter, perfekte Karte. Da können wir uns einfach unsere Handkarten doch ein bisschen selektieren, schöner machen, wenn wir angreifen oder blocken und die Karten abschmeißen, die wir nicht brauchen. Ja, also auch sehr gut geeignet, können wir mit allen unseren Kreaturen hier equippen. Die Fiole des Alchemistens gibt uns einen Card Draw. Aber auch die Möglichkeit, wenn uns mal eine große Kreatur gegenübersteht, die aufzuhalten, bis wir entsprechend ins Spiel gekommen sind. Ansonsten gibt sie uns zwei farblose Mana, um die Casting-Cost des Kolosses zu reduzieren. Wir haben hier drei Removals, plus drei, minus drei, um einfach ein paar Mini-Kreaturen am Anfang aufzuhalten. Ansonsten haben wir den Materium-Former, auch der ist 3-2 und wenn der stirbt, kriegen wir eine Karte direkt ins Spiel, wenn sie 3 Mana kostet oder weniger kostet. Das ist gut, weil wir viele Artefakte haben mit 3 Mana kostet oder weniger. Ansonsten kriegen wir sie auf die Hand. Er gefällt mir etwas besser als der 2-2er, deswegen ist er auch nur zweimal im Deck. Denn mit den zwei Power vorne haben wir nicht die Möglichkeit, unsere großen Equipment zu bemannen. Ja, er ist auch kein Artefakt, aber 3-2 und wir spielen halt mit vielen farblosen Mannern. Daher passt er hervorragend rein ins Deck. Gießerei-Inspektor gibt allen unseren Artefakten minus 1 im Casting-Cost-Bereich und er ist selbst 3-2 auch daher gut geeignet, um unsere Equipments zu bemannen. So, dadurch wird das Spiel nämlich natürlich auch viel, viel stärker und schneller. Der Wohnwagen ist eine Möglichkeit, um entweder farblose Mana oder eine Mana unser Ward zu generieren. Wir spielen schwarz-blau. Da wir keine Sümpfe haben, haben wir hier die erste Möglichkeit, schwarze Mana zu generieren. Ansonsten können wir ihn zu einem 5-5er machen. Ganz wichtig, auch in diesem Zusammenhang, wir können auch ihn mit einer kleineren Kreatur bemannen. Dann wird er zu einer 3-3-Kreatur und dann den 5-5er mit dem 3-3er bemannen und dann können wir mit dem 5-5er auch angreifen. Die Laterne Seers gibt uns eine farblose Mana, gibt uns drei farblose Mana für den Koloss und wir haben die Möglichkeit, Hellsicht anzuwenden, um wirklich mal zu schauen, ob wir was Vernünftiges ziehen. Das gleiche ist auch hier mit diesem Vehikel.
Auch hier das Vehikel gibt uns drei farblose Mana, insofern den Koloss etwas günstiger zu casten. Wir haben drei Aether Passat drin, um einfach eine Karte von uns auf die Hand zu geben und eine auch vom Gegner. Muss man schon ganz genau spielen, denn wir müssen halt aufpassen, wenn wir halt hier die Gira pur draußen haben, dass wir, wenn wir eine Karte auf die Hand geben, nicht selber eine Handkarte auf der Hand haben. Und dann können wir nämlich keine Karten ziehen. Also ganz vorsichtig mit der Karte spielen, ist aber immer auch mal wieder eine schöne Überraschung. Denn wenn wir eine Karte auf die Hand nehmen, die zum Beispiel einen Effekt hat, wenn sie ins Spiel kommt, sei es hier der Glitzererkranich oder eine Fiole, eine Karte zu ziehen. Oder auch hier haben wir einfach auch einen gewissen Vorteil. Da das Deck an sich keine Mana-Probleme hat, da wir viele auch Artefakte haben, die uns Mana geben, sind wir relativ schnell mit dem Deck ja, im Midgame-Deck, mit Midgame-Modus. Die Girapur ist eine sehr schöne Karte, kommt halt nicht häufig zum Tragen. Wenn man sie aber hat, ist das natürlich was ganz Fantastisches, wenn man dann auch die Fähigkeit nutzen kann. Der Himmelsfürst ist ein Finisher, insbesondere gut geeignet, um auch mini-kleine Kreaturen irgendwie zu zerstören oder auch Planeswalker. 6-5, sehr, sehr gut. Auch hier bemannen 3, da wir viele Kreaturen mit bemannen, mit Power 3 haben, kriegen wir ihn sehr gut aktiviert. Eine Überraschungskarte, Älteste der Untiefen, ist immer mal wieder tricky, kommt ins Spiel, kann man eine Kreatur von uns opfern. Ja, und dann reduzieren wir die Casting-Kost statt kostet dann Auftauchen minus 3, dann kostet der Zauberspruch nur noch 4 und ja, ist halt super, um einfach den Gegner etwas mal zu überraschen. Die Deckidee kam eigentlich durch den mentalen Koloss. Er ist 10-10. Er reduziert seine Casting-Kost um x von der Anzahl der Nicht-Kreatur-Artefakte, da wir viele haben. Kann es auch mal vorkommen, dass wir ihn einfach für lau spielen, also für nichts oder für ein oder zwei Mana. Wenn er mal im Friedhof sein sollte, können wir auch zwei Artefakte opfern, um ihn dann auf die Hand zu nehmen. Das sollten wir halt nicht mit unseren Mana-Gebern machen, aber wir können das ohne weiteres mit dem hier machen, weil, oder wir nehmen, hier wollen wir noch die Fiole, oder wir nehmen hier den Schrotthalden-Schmarotzer. Das sind alles Möglichkeiten, um ihn dann halt auch wieder auf die Hand zurückzubekommen. Wir haben 8 Inseln, wir haben keinen Sumpf, denn die farbige Mana bekommen wir entweder durch den Äther-Knotenpunkt, da wir auch nur drei schwarze Karten haben, brauchen wir es auch nicht so häufig, oder die zerfallenen Überreste. Das sollte eigentlich genügen, um den auch zu spielen. In den ganzen Testspielen hat es immer gut geklappt. Der Schleichweg der Diebe soll uns die Möglichkeit geben, unseren Koloss unblockbar zu machen, 10-10. Einfach mal rüber zu marschieren. Ansonsten haben wir hier nochmal ein paar Möglichkeiten, auch Blocker zu generieren oder fliegender Angreifer oder auch 2-1-1er, die wir opfern können für den Koloss. Und der Wassergrab ist eigentlich dafür da, falls wir mal eine Karte abschmeißen, dann können wir die auch wieder zurückbringen mit drei farbloser Mana. Ansonsten ist eine farblose Mana, das ist wie gesagt, soll ja das Deck haben. Der Geierberg Sanatorium soll uns auch ein bisschen helfen, die Handkarten zu selektieren und zu verbessern. Ja, kann man reinnehmen, muss man nicht. Hat mir jetzt in der Vergangenheit nicht so viel gebracht. So, viel wichtiger ist der Erfindermesse. Leider ist sie legendär. Wir nehmen sie dennoch zweimal mit rein, denn wir haben hier die Möglichkeit, wenn wir drei Artefakte oder mehr draußen haben, einen Lebenspunkt zu bekommen. Gerade gegen Aggro-Decks sehr wichtig. Ich will ein Aggro-Deck, Konter-Aggro-Deck spielen. Ansonsten gibt es eine farblose Mana. Oder wir nehmen hier ganz besonders die Fähigkeit, warum ich ihn drin habe, 4 Mana bezahlen. Dann können wir uns unser Library raussuchen, wenn wir drei Artefakte haben. Und suchen uns dann zum Beispiel den Koloss raus, wenn wir den nicht ziehen. Oder wir ziehen uns hier den Himmelsfürsten raus. Beziehungsweise, wenn wir Kato brauchen, Girapur, in der entsprechenden Situation kann man auch die raussuchen. Also daher ganz, ganz entscheidendes Land, sehr, sehr wichtiges Land. Ja, und jetzt starten wir einfach mal die nächsten Games. Das letzte Video habe ich schon aufgezeichnet mit Holy Crap. Also daher machen wir jetzt erstmal die anderen und packt das letzte Video dann hinten dran. Also, bis dahin. Und euch viel Spaß und gebt mal ein Feedback. Das Deck sieht eigentlich relativ schwach aus, aber auf den ersten Blick
ist aber wirklich gut und macht viel Spaß. Also, bis dahin. Herzlich willkommen. So, schauen wir uns mal an, wie unsere Kartenhand aussieht. Gar nicht schlecht. Behalten wir jetzt einfach mal. Spielen hier die Insel. Wir haben Zweierdrop. Hoffen, dass wir noch gleich eine dritte Mana ziehen. Können die Fiole spielen. Können den Wohnwagen hoffentlich bald spielen. So dass wir ihn hier um 5 Mana reduzieren können. Das heißt, wir kommen hoffentlich schnell in die Reichweite, ihn schnell spielen zu können. Spielen wir erstmal die Fiole und ziehen eine Karte. Hoffentlich ist es ein Land. Wir brauchen jetzt noch ein Land. Da ist das Land, das wir brauchen. Können dann in der nächsten Runde den Wohnwagen spielen. Und ja, in der vierten Runde vielleicht ihn hier. So, was haben wir denn? Wir spielen. Oh, mehrfarbig. Könnte Super Friends sein. Ich lasse mich überraschen. Jetzt sieht es gerade nach Jeskai aus. Und wir spielen den Wohnwagen als erstes. Wenn wir nächste Runde noch ein Land ziehen sollten, könnten wir sogar den Himmelsfürst spielen, was sehr genial wäre. Hoffen mal und drücken die Daumen. Okay, möchte er nicht. Lässt er nicht zu. Tja, mittlerweile hat man doch einige Artifact Removals mit dabei. Tja, liegt halt daran, dass einfach viele, viele Vehicles aktuell unterwegs sind. Und dann probieren wir mit der Laterne es mal, mit unserem Glück. Den Gießereiinspektor will ich jetzt nicht unbedingt spielen, weil wir doch die Gefahr laufen könnten, hier in ein Creature Removal zu laufen. Artefakte sind etwas schwieriger wegzubekommen. Ja, Chandra, natürlich. Super. Na. Und, oh, mit Countern später. Schick. Was ziehen wir? Oh, und noch ein Kolossus. Uiuiui. Spielen wir ein 4. Das wären 7. Könnten wir nächste Runde den Koloss spielen. Kolossus. Spielen wir ihn hier. Leider können wir nicht alle unsere Handkarten discarden. Eigentlich ist das der Sinn des Decks unter anderem. Ja, wir können jetzt, jeder Spieler darf jede Runde zwei zusätzliche Länder spielen. Und wenn du keine Handkarten hast, dann darfst du drei Karten ziehen. Zurzeit sieht es eher nicht danach aus, dass wir jetzt so schnell unsere Handkarten wegbekommen. Er aber auch nicht. Und hier sagt er einfach, aktuell ist die Casting-Kost um 9 reduziert, weil wir hier 4 Mana haben. Hier 3. Und hier 2. Das heißt, wir können jetzt nächste Runde beide Kolosse spielen. Wir können jetzt aber auch ihn spielen. Dann wird er nämlich um 1 günstiger. Aber das ist doch auch nett. Spielen wir ihn. Spielen wir einen Kolossus. Weil der kostet nämlich jetzt nur noch eine Mana statt 11. Und noch ein Kolossus. Na, das ist doch mal eine Ansage. Jetzt kann man nur hoffen, dass er keinen Planet Outburst hat. So. So viel Mana. 7. Was zieht er? Ein Land. Ist er bis jetzt moved? Okay. Zieht er zwei Karten, kriegt der Energiecounter. Nächste Runde kriegen wir ihn noch nicht tot. Schauen, ob er einen von unseren Kreaturen tot bekommt.
Vielleicht hat er irgendwas so wie Blessing auf der Hand oder so. Nichtsdestotrotz können wir erstmal den Himmelsfürsten spielen, dealen dann 3 Damage auf ihn. Greifen mit einem 10-10er ihn hier an. Und ein 10-10er greift ihn direkt an. So, gucken, was er spielt. Sacrifice a creature. Nö. Okay. Na, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hauptsache, er zieht jetzt kein Mass Removal. Das ist das Allerwichtigste. Und selbst wenn, dann hätten wir die Möglichkeit, nächste Runde mit dem Materie-Umformer, mit der Eldrazi in den Spiel zu bringen. Und den Himmelsfürst zu aktivieren. Gut, er gibt uns erstmal einen auf die Hand. Den können wir wegbrutzeln. Einen anderen können wir auch unblockbar, nicht blockbar machen. Ja, und jetzt sind wir dran. Das ist auch perfekt. Wir können also auch eine Karte auf die Hand geben. Aber wir sollten ihn spielen. Um dann halt den Himmelsfürsten zu aktivieren. Und greifen damit einen an. Und würden so, wenn ja jetzt nichts passieren sollte, 16 Schadenspunkte verteilen. Okay. Das kann er sich rausholen. Ein Artefaktzerstörer. Gut, dann lassen wir, darf er jetzt nicht blocken. Und jetzt kann er sich aussuchen, wen er quasi wegbrutzelt. Wahrscheinlich den 10-10er. Ist das ein Instant? Nee, ist eine Sorcery, die kann er gar nicht spielen. Ha! Kann nur ein Instant spielen. Wir haben gewonnen. Weil er mit der Karte kann er nur Instant spielen. Und keine Sorceries. Tja. Und er kann nicht blocken, weil wir Fiole genutzt haben und sollte jetzt eigentlich tot sein. Und er versucht wahrscheinlich die Karte zu bekommen, aber die hätte er in seiner Runde spielen müssen, den 5-6er. Ansonsten hätte er nämlich nicht mit der. Ansonsten kann er die Sorcery nämlich nicht spielen. Also zieht er 2 Karten. Das ist der einzige Instant, den er hat. Sein 5-6er kann nicht blocken. Und wir dealen jetzt mal 16 Damage. Okay, Game 1. So, schauen wir mal an, was wir haben. Die Kartenhand sieht gut aus, die können wir behalten. Und wir spielen nochmal gegen ihn. Alles klar, dann geben wir ihm eine Revanche. Spielen als erstes mal hier das Land, das farblose Land, was eigentlich später ganz gut geeignet ist, um auch zu discarded zu werden, weil man mit 3 farbloser Mana ihn dann direkt wieder auf dem Friedhof getappt ins Spiel zurückbringen kann. Haben wir jetzt aber gar nichts auf der Hand, wo wir sagen müssen, wir müssen was discarden. Ja, als nächstes würde ich jetzt mal sagen, spielen wir den 3-2er, den wir hier haben, um ein bisschen Druck zu machen. So, spielen wir den 3-2er, solange er nichts draußen hat. Wir wissen ja ungefähr, was uns da drüben erwartet. Ja, der hat ja doch für einige Sachen ausgespielt und so. Sind wir jetzt einen Tick schneller als vorhin? Und greifen jetzt gleich mit dem 3-2er an. Und spielen als nächstes den nächsten 3-2er, der alle unsere Artefakte etwas günstiger macht, um eine Mana nämlich genau. Und können dann in der darauffolgenden Runde den Glitzer-Nestkranich spielen. Vielleicht sehen wir ja auch was Vernünftiges.
was wir nutzen können, um ihn ein bisschen zu ärgern. Oder er ärgert uns. Das macht er gut. Das ist nämlich nicht schön. Und spielen jetzt erstmal den Kranich. Schauen wir mal, was wir ziehen. Nehmen wir mal das Artefakt hier. Und nehmen schwarze Mana. Ist auch egal, was wir nehmen. Nehmen wir blau. Spielen es. Und sind dann nächste Runde mit einem Flieger unterwegs. Nicht schlechtes. Der 3-3 ist, also ich liebe dieses Artefakt. Schmugglerkopter ist einfach bombastisch gut. Den können wir auch equippen, weil wir einen 1-3er haben. Haben so ein bisschen Schutz vor den ganzen Sorcery-Spells. Ja, jetzt haben wir auch so einen. Jetzt greifen wir aber erstmal, bemannen wir ihn. Bestätigen wir. Und greifen erstmal an. Schauen wir nach, was er macht. Gar nichts. Ja, wir discarden den ihn hier. Und spielen die Laterne. Ja, die will er scheinbar nicht. Okay. Jeskai mit Countern und schön Removal. Ein 2-2er zieht er zwei Karten, auch gut. Was können wir machen? Wir haben 4 Mana. Ein Opfern bringt noch nicht so viel. Ein Koloss bringt uns aktuell auch nichts. Der kostet immer noch 9 Mana, das ist viel. Wir können ja erstmal ihn hier eliminieren. So, dass wir wieder mit 3 rüber wandern können. Na, 9 Mana ist echt viel. Hätten wir vorhin noch das nicht gecountert hier, das Artefakt, dann wäre das natürlich super gewesen. Ja, wir schmeißen mal den Koloss ab. Den kriegen wir jetzt nicht so schnell raus. Und geben ab. So, das könnte er rein theoretisch mit dem Land angreifen und 4 Schadenspunkte machen. Oder er überlegt sich, den 1-3er zu eliminieren, weil er kriegt ja jede Runde 3 Schadenspunkte. Ja, wenn wir ihn draußen haben, dann können wir auch ohne weiteres später den Ältesten spielen. Das wird natürlich dann richtig spaßig. Okay, das ist kein Problem. So können wir auch ihn nochmal wieder ausspielen und nochmal obersten 4 Handkarten anschauen. Das ist nicht ganz verkehrt. Ja, wir spielen jetzt erstmal den Materie-Umformer. Und equippen hier. Bemannen heißt es ja, ist ja kein Equipment. Und greifen dann mit den an. Vielleicht ziehen wir ja auch ein Land, was nicht verkehrt wäre. Oh, noch einer. Brauchen wir ihn? Wir haben genug Artefakte, komm. Aber wir brauchen was zum Equippen. Hätte ich auch genommen. Haben wir mal Computer entscheiden lassen. War zu langsam. Auch nicht schlecht.
Wobei das unser einziger Removal ist, um eine Permanent auf die Hand zu geben. Ah, ob das so gut war. Naja, gut. Der Computer hat für uns entschieden. But, oh nee, nicht doch. Aber gut, wenn du es unbedingt so haben möchtest. Jetzt hat er natürlich drei Mana übrig. Jetzt muss man mal gucken, was wir spielen können. Ob wir was spielen können. Mana. Das ist nicht verkehrt. So, jetzt testen wir erstmal an, was er hierzu sagt. Was countert. Das Vehicle. Nee. Dann spielen wir den hier. Jetzt wird er gecountert. Klar, weil es die Kreatur ist, die wir haben. Für zwei Mana, die wir spielen können. Und geben das Spiel jetzt einfach mal ab. So. So, wir können den Koloss auch wieder auf die Hand zurücknehmen, wenn wir zwei Artefakte opfern. Es macht aber jetzt hier nicht so viel Sinn, weil die ja gerade uns verstärken sollen. Eher so die Fiole wäre sinnvoll. Wollen wir mal schauen, was er jetzt macht. So, dann probieren wir mal unser Glück. Jetzt haben wir insgesamt vier Mana übrig. Können wir also ohne weiteres bezahlen, die vier Mana, wenn er sie nutzen sollte? Nee, macht er nicht. Ich mache jetzt noch nichts. Ich will den Ältesten nämlich spielen, um in seiner Runde dann seine Sachen zu tappen, falls er angreifen sollte, beziehungsweise falls er das Land tappt. Oh, das ist böse, 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 böse. So, das ist nicht nett. Was machen wir? Wir spielen ihn. Für die Merge-Cost opfern ihn. Tappen jetzt 1, 2, 3, 4. Bestätigen wir. Hauptsache, wir ziehen irgendwas Vernünftiges. Schauen wir mal. Am besten eine Kreatur. Ne, leider nicht. Also bringen wir das Land ins Spiel. Und wir bräuchten jetzt eine Kreatur, dann wäre er tot. Egal welche Kreatur. Ja. Spielen das nette Fliegervieh. Suchen und das hier nochmal aus. Brauchen wir aber eigentlich nicht, weil wir werden jetzt eins machen. Wir werden jetzt ihn equippen. Ach, man, bemannen heißt das doch. Und dann bemannen wir ihn. Und können dann mit 10 Schadenspunkten durchrennen. Ja, sorry, aber auch das zweite Spiel geht an mich. Also, Best of 3, 2-0 gewonnen. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht jetzt gleich nochmal einen anderen Gegner sehen. Gut, also, hat Spaß gemacht, Nanaipa, vielen Dank. So, das letzte Game für dieses Video. Ich freue mich ganz besonders auf dieses letzte Game, da ich gegen Holy Crap spiele. Ein ja, guter, bekannter Kollege hier, der auch Magic Duels Wiki als Admin begleitet. Und die Seite ist echt super, kann ich euch nur raten, mal rüber zu schauen. Viele coole Deckideen, Beginner-Guides und ja, wir behalten die Kartenhand mal. Er hat sich heute bereit erklärt, mit mir das letzte Spiel hier zu machen. Ich bat ihn, mal ein Aggro-Deck zu nehmen. Ich bin gespannt, was er spielt. Okay, also gehe ich mal davon aus, dass er ein schwarz-rotes Vampir-Deck spielt. Das Deck hat jetzt die letzten Tage sehr gut performt. Abgesehen vom gestrigen Tag, da habe ich von
Crazy Unleashed, einen anderen, sage ich mal, Test-Checker, der sich bereit erklärt, mir einige Games zu spielen hier. Hat er mich völlig zerstört. 4-0 gewonnen mit seinem Banddeck. Also unglaublich, aber gut, passiert halt. Mal schauen mal, wie wir jetzt hier performen. Ansonsten, letzten Tage hat es sehr gut geklappt. Ist halt nicht das extreme Agro-Deck oder extreme Winner-Deck, wie die anderen beiden drei Agro-Decks, die ich gepostet habe. Aber das ist ja nicht das Problem. Denn das Deck soll ja Spaß machen. Und es macht unheimlich viel Spaß. Man muss halt viel drüber nachdenken, was man spielt, wie man spielt und wann man spielt. Und ja, wenn man das einigermaßen gut aufbaut, dann hat man eine gute Möglichkeit, hier auch einen schönen Win zu landen. So, also, jetzt geht's los. Okay. Okay. Also, er kriegt jetzt First Strike. 3-2 fliegend. Nervig, sehr nervig. Aber wir lassen es mal durch. Wir könnten rein theoretisch unseren Kreatur fliegend machen und dann blocken, aber das brauchen wir jetzt noch nicht am Anfang. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, hier den Himmelsfürsten relativ schnell zu spielen. Wobei, nächste Runde, wenn er angreift, dann ist er schon 4-3, außer wir nehmen ihn hier zum Blocken. Oder wir geben ihn hier später wieder auf die Hand. Lassen wir uns mal überraschen. Wir spielen erstmal den Wohnwagen, haben da die Möglichkeit, auch nächste Runde uns eine Mana zu generieren, um dann, ja, wenn wir eine Mana ziehen, den Himmelsfürsten zu spielen. Jetzt ist die Frage, greifen wir an oder nutzen wir ihn eher zum Blocken, damit er nur 4-3 bleibt und keinen Counter bekommt. Dann könnten wir, wenn wir ein Land ziehen, den Himmelsfürst spielen. Aber das ist schon relativ gewagt. Wir können auch die Fiole nutzen. Ich glaube, wir greifen erstmal an und kassieren jetzt nochmal 2 Schadenspunkte. Und hoffen, dass er jetzt nicht zu viel Direktschaden oder noch weitere bösartige Madness-Karten auf der Hand hat. Und verursachen jetzt erstmal 2 Schadenspunkte. So, als nächstes, wir könnten auch ihn dann wieder auf die Hand zurückgeben. Bei uns ein Land spielen, ja, und dann die Fiole, das wäre auch nicht so schlecht. Mal schauen, was er jetzt gleich macht. Auch nervig. Vielleicht spielen wir doch erstmal den Himmelsfürsten, wenn wir jetzt ein Land ziehen sollten. Kriegt dann nochmal noch 4 Schadenspunkte. Sind wir jetzt bei 13. Er kriegt nochmal einen Counter. Brauchen unbedingt ein Land. Bekommen aber leider kein Land. Was können wir machen? Wir können eine Fiole spielen. Hoffen, dass wir ein Land ziehen. Können ihn spielen, greifen an. Wir würden 8 Schadenspunkte bekommen nächste Runde, wenn er dann noch. Boah. Anstrengend. Gerade extrem anstrengend, was wir hier spielen können. Oder wir geben ab, machen ihn fliegend. Ja, wir machen das jetzt mal. Könnten auch was auf die Hand geben. Den 5-4er, ein Land spielen, die Fiole. Den greift er an. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Wir machen es in seinem Angriff. Oh Mann. Müssen wir hoffen, dass wir ein Land ziehen. Nächste Runde. Ach komm, wir probieren es. Also, wir warten jetzt ab. Angriff überspringen. Wir lassen ihn angreifen mit dem 3-3er, machen unseren fliegend, geben ihn dann auf die Hand und hoffen, dass wir nächste Runde Land ziehen.
Okay, der ist jetzt nicht so gravierend. Noch ein. Boah, noch ein Enchantment. Gut. Dann drückt uns mal die Daumen, dass wir nächste Runde ein Land ziehen. Wir schmeißen mal eine Fiole ab. Spielen das. Und. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt wird er erstmal fliegend. Nochmal ist es nämlich anders. Wir blocken jetzt den hiermit. Und dann geben wir ihm den und den auf unseren auf die Hand zurück. Ein Land möchten wir nicht auf die Hand geben. Wir brauchen ja ein Land. Und kriegen dann nur zwei Schadenspunkte. Er kann jetzt den anderen nicht ausspielen, kriegt aber hier wieder bösartige vier Counter. Puh. So, und ein Land. Komm, gib mir ein Land. Perfekt. Können wir das spielen? Spielen wir ihn und machen drei Schadenspunkte auf den 3-3er. So kann er in nächster Runde nicht mit dem Vampir sofort angreifen, wenn er eine Karte wegschmeißt und einen Counter geben. Haben aber immer noch den 4-4er gegen uns. Ich muss mal überlegen, wie wir nächste Runde vorgehen. Drei Fiole, ja, wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Schauen, was er macht. Also, wir können nächste Runde den 3-3er spielen. Dann können wir nämlich ihn hier aktivieren, angreifen, wenn er einen Flieger spielt und die Fiole. Wahrscheinlich kommt jetzt der 4-3er. Na, oh, noch einer. Boah, ist das ätzend. Na, das ist ja wirklich extrem nervig. Drei Counter. Ob wir das noch hinbekommen? Na, aber bin ich gespannt. Am liebsten wäre mir nochmal ein Bounce-Spell. So, dann spielen wir. Wir müssen ihn spielen. Spielen wir ihn. Kostet die Fiole nur noch ein. Vielleicht ziehen wir ein Land. Wir brauchen unbedingt ein Land. Kein Land. Sieben First Strike. Bewahren wir ihn. Weiter und greifen mit ihm an. Schießen drei Schadenspunkte auf ihn. Und müssen die Fiole aufheben. Um den 7-7er jetzt quasi erstmal unblockbar zu machen. Kriegt er jetzt 6 Schadenspunkte. So, wenn wir Glück haben und er jetzt nichts spielt, können wir sogar gewinnen. Spielen nämlich so Runde den 3-2er, können wir den hier aktivieren. Der andere 3-2er. Ah, können wir gewinnen? Ne, wir können nicht gewinnen. So, jetzt nutzen wir erstmal die Fiole, dass er damit nicht angreifen kann.
So, dann gibt der quasi ab. Wir kriegen einen Lebenspunkt, das ist sehr gut und sehr wichtig. Spielen wir erstmal das Land. Müssen quasi ihn hier spielen für ein Blau. Dann können wir nämlich den hier aktivieren. Das machen wir jetzt mal. Bemannen mal gucken, was er macht. Bestätigen. Greifen mit dem Sechser an. Ja, leider haben wir keine andere Möglichkeit. Hätten wir noch mit dem 5-5er angreifen können, aber dann würden wir nur 11 Schadenspunkte machen und er hat ja noch zu viele. Das heißt, das Ziel ist jetzt zu überleben. Könnten jetzt ihn hier noch spielen. Und dann haben wir noch zwei Mana, um ihn zu spielen. Und haben die Möglichkeit, dann den 7-7er zu blocken. Mit beiden. Er hat bestimmt auch einen Direktschaden auf der Hand. Er kann ihn ja nur mit zwei Kreaturen blocken. Ja, 4-1er, okay. Ja, das könnte der Win gewesen sein. Jetzt greift er mit dem 7-7er an. Ist die Frage, was machen wir? Wir lassen das zu. Und blocken. Ne, blocken wir mit Beinen. Dann noch was übrig. Müssen wir überhaupt blocken? Dann haben wir bei einem. Nächste Runde ist er tot. Wir blocken jetzt einfach ihn mit beiden. Sicher ist sicher. Müssen wir wahrscheinlich gar nicht machen, aber er hätte sowieso Blocker um und hier und auf dem Boden. Ja, so, sind die jetzt tot. Und nächste Runde können wir dann mit dem 6-5er angreifen. Ja, also sieht nach einem knappen Win aus. Vielen Dank fürs Spielen. Also, vielen Dank, Holy Crap. Hat leider diesmal nicht geklappt. Also hat auch jetzt gegen Aggro jetzt gerade ganz gut bestanden. Wir greifen jetzt mit dem 6-5er an und beenden das Spiel und fahren jetzt für das Video den dritten Sieg ein. Also Deck funktioniert auch gegen Aggro, wie man sieht. Nicht immer. Gerade gegen Band nicht, ne? Crazy Unleashed. Also ich erinnere mich an gestern. Also dieses Spiel hat mich gerade mal wieder ein bisschen aufgebaut. Das Deck funktioniert nicht schlecht. Probiert es mal aus. Ist eher so ein Fun-Deck. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann subscribt einfach. Schreibt mich an, wenn ihr auch mal gegen mich spielen wollt. Vielleicht auch mal ein Video haben wollt. Ich frage vorher, ob ihr Lust habt. Also, bis dahin. Also, vielen Dank. Good Game. Holy. So, jetzt bin ich doch noch im vierten Spiel. Holy kriegt noch mal eine Revanche und wir behalten wir das. Ja, der Gegner ist dran, wir behalten es. Ja, also wie ihr seht, wir spielen noch mal gegen Holy Crap und diesmal hat er sich ein neues Deck genommen. Sieht sehr stark nach einem White Winnie aus. Lassen wir uns überraschen, was uns gleich erwartet. Ja, also mit Holy Crap, der macht das richtig gut auf der Seite. Der nimmt auch Videos. Also wenn ihr mal bei Legend einige Legend-Videos euch anschauen wollt, beziehungsweise Decklisten, sind die alle dort hinterlegt. Auch meine Decklisten nimmt er mit auf, was sehr freundlich ist.
und unterstützt mich auch so ein bisschen im Design von bestimmten Bildern. Also daher nochmal Dank auch auf diese Art und Weise dazu, dass wir da gut zusammenarbeiten. Und ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Mal, nächste Woche jemand Neues an seiner Stelle hier bei uns sehen, um halt ja auch mal zu zeigen, was andere Spieler nochmal für schöne Decks haben, unabhängig davon, wie ich jetzt im Rang weiter levele. Ich muss mir jetzt nach dem Deck jetzt wieder Gedanken machen, was wir für ein Deck oder was ich für ein Deck mit zusammenbaue. Ziel war es ja, ein Deck zu bauen, was auch gegen Aggro bestehen kann. Das scheint erstmal der Fall hier zu sein. Ja, gucken wir mal. Was ziehen wir? Oh, wir brauchen doch eine Mana. Eine Mana, eine bekloppte kleine Störung. Mana. Ja, da haben wir doch eine Mana. Sehr schön. So. Jetzt haben wir den 1-3er, der gut blocken kann. Der kann auch den 2-1er hier wegblocken. Falls er jetzt doch angreifen sollte. Wir überspringen. Wir greifen natürlich nicht an. Wir sind ja kein Aggro-Deck, sondern eher im Midrange-Control-Modus. Und schauen mal, was er jetzt hier anstellt. Vielleicht gibt er seinen Kreaturen alle plus 1 plus 1 und Vigilance mit dem Enchantment, wenn das hat. Nee, was ist das Hübsches? Kenne ich gar nicht. Erstmal gucken, was er da gespielt hat. Ein 3-2er, Delirium. Plus 1 plus. Okay, das dauert noch ein bisschen. Also, dann verharren wir mal der Dinge. Und er greift an. Gut, dann blocken wir mal den 2-1er. So, er stirbt. Das scheint so zu sein. Hat er ihn geopfert? Dafür, dass er ihn hier plus 1 plus 1 hochpumpen kann. Okay. Land. Ja. Was bringt uns das Land? Den 2 Mana bringt es uns dann. Das ist. Bringt uns nichts. Wir sollten aber etwas zum Blocken ausspielen. Blau und spielen hier den Materieumformer. Könnten auch ihn hier spielen, aber dann kriegen wir den 3-3er hier nicht weg, falls er angreifen sollte. Und deswegen spielen wir erstmal ihn. Und verharren der Dinge. Der ist jetzt hier nicht so entscheidend. Wichtiger ist eher, dass wir hier den 3-3er wegbekommen. Ein 1-3er. Drei Schaden würde ich jetzt auch fressen, wenn er mit beiden angreift. Die Fiole würde ich jetzt noch nicht nutzen. Die könnte uns später im Spiel wichtig werden. Und nächste Runde können wir entweder den Materieumformer nochmal. Wenn wir einen Mana ziehen sollten, wäre das wirklich gut. Dann könnten wir nämlich hier den Wohnwagen spielen. Und eins unserer schönen Karten hier noch. Achso, ich will ja nicht angreifen. Jetzt habe ich zu viel gequatscht und vergessen weiterzudrücken. Wundere mich schon, warum er nichts macht. Aber es lag ja mir. So. Ja, vier Handkarten. 3-3er, 2-3-3er. Oh. Den will er unblockbar machen. Wollen wir das zulassen? Wir opfern das und nehmen uns mal. Wir haben ja noch eine Fiole auf der Hand. Wir haben ja noch verschiedene andere Artefakte auf der Hand. Haben kein Titan. Also das heißt, aktuell bringt es uns nicht so viel, die Fiole. Hauptsache, wir ziehen jetzt kein Titan. Wahrscheinlich ziehen wir einen. No. Nicht schlecht, aber für ihn auch nicht. Ich würde sagen, wir spielen jetzt den Wohnwagen. Spielen die Fiole. Ziehen eine Karte. Mana.
Mana, sehr gut. Spielen das Mana. Haben wieder die Mana frei für die Fiole. Und geben dann erstmal ab. Und greifen wieder nicht an. Mit dem 1-3er möchte ich einfach nicht angreifen. Mal gucken, was er da vielleicht spielen kann. Vielleicht pumpt er die auch hoch, plus 1, plus 1. Dann wäre das sinnvoll, mit 2 zu blocken, um 4 Schadenspunkte zu machen. Kann er wieder eine Kreatur unblockbar machen. Hier kann er sich auch einen Token machen. Er braucht ja 5 Kreaturen. So, kommt er wieder an. Naja, lassen wir diesmal durch. Okay. Sind wir bei 15, das geht noch. Wir kriegen ja hier auch wieder 2 zurück durch den Filigraner Vertrauter. Das ist auch nicht schlecht. So, was brauchen wir? Wir könnten das spielen, haben wir 3, 2, 2. Würde gerne. 3, 2, eine Mana übrig. Die Fiole würde ich gerne aufheben. Deswegen spielen wir Emir. Und den Zopter. So, jetzt könnten wir rein theoretisch. Wollen wir auch Druck aufbauen? Ja, wir bauen auch mal Druck auf und bemannen ihn hier. Dann wird er zu einer 3-3-Kreatur. Wir bemannen ihn. Dann zu einer 5-5er. Und greifen mit dem 5-5er an. Die Möglichkeit mit beiden zu blocken, dann würden aber auch beide seine Kreaturen sterben, was auch nicht schlecht wäre. Den Trade würde ich gerne eingehen. So bekommt er erstmal 5 Schadenspunkte. Und wir geben mal ab. So, nächste Runde haben wir wieder etwas mehr Mana zur Verfügung, die wir auch nutzen können. Und dann würde ich nächste Runde die beiden hier spielen und dann bald auch hier den Girabur. So. Finn weiß es wenig, braucht noch ein bisschen mehr Kreaturen. Okay, ein Life-Gainer. Okay, alle seine Kreaturen kriegen jetzt Life-Gain. Wir wollen aber nicht. Weil. Wir lassen. Na, das heißt die falsche. Eigentlich hätte ich ihn 3-2er ja nehmen sollen. Aber egal. Gut. Dann greift der 3-2er an. Wir blocken ihn hiermit. Er hat noch keine 4 Karten auf der Hand, hat also keinen First oder First Strike. Bevor wir jetzt hier blocken, hat der First Strike. Erster soll ein Friedhof 4. Nee, hat er nicht. Also blocken wir. Und wir kriegen eine Karte. Mal gucken, Land. Das ist gut. Besser als Land. Bringen die Karte ins Spiel. Wir haben dadurch eine Mana. Sehr gut. Und haben auch dort die Mana-Kost reduziert für unseren Titan, den wir hoffentlich jetzt bald ziehen werden. So, noch eine Fiole. Wie viel Mana haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was können wir machen? Wir können jetzt erstmal ihn bemannen. Und ihn auch. Wollen wir nicht zeigen, dass wir noch Kreaturen auf der Hand haben? Also der 5-5er kann gerne sterben. Ist ja nämlich ein guter Deal. 2 gegen 1. Wir haben sowieso mehr Karten draußen.
Haben noch gute Handkarten auf der Hand. Wir haben 5 Handkarten, er hat nur 2. Kriegt jetzt nochmal 5 Schadenspunkte. Eine Revolte. Hätten wir jetzt nochmal auf die Hand geben können. Brauchen wir aber nicht, weil ich lieber ihn spiele. Und nochmal ihn, dann kriegen wir nochmal 2 Lebenspunkte. Und haben hier eine gute Möglichkeit, auch nochmal seine Kreaturen zu blocken. So, in der nächsten Runde spielen wir hier den 1, 2, 3, 4er, ja. Da auch noch einen. So, seine Kreaturen kriegen jetzt keinen Lifelink, weil er kein Ally gespielt hat, aber dafür den 2-1er. Jetzt kommt der 3-3er ungeblockt durch. Nee, er macht es. So, auf was für einen Trick geht er dann jetzt? Will er hier auf 5 Kreaturen transformieren und dann angreifen? Kann er machen, dann kriegt er das Land auf die Hand zurück. Das wäre schön. Hexproof hat er nämlich nicht. Dann spielen wir nämlich als erstes jetzt ihn. Ein, zwei, drei, vier Mana haben wir. Spielen wir ihn. Spielen das Land. So. 1, 2, 3, 4 Mana haben wir. Wenn ich das jetzt spiele, kann er 3 Handkarten ziehen. Das ist jetzt nicht so sinnvoll. Nicht bei seinem Deck. Wir können trotzdem eins machen. Wir bemannen ihn hier. Beginnt quasi ja so eine kleine Race. Wir greifen an mit dem 3-3er und schauen mal nach, was wir ziehen. Das ist ja, das ist bitterböse. Wenn er jetzt hier den 9-9er macht, kriege ich den nicht weg. Dafür bräuchte ich einen Aether Passat. Aber das bräuchte ich hier genauso. Oh, wir müssen. Gut, wir schmeißen es hier ab. Und ja. Kreatur und ja, verharre mal der Dinge. Kriegt er 3 Schadenspunkte. Heben uns die Mana auf, mal schauen, was er macht. Vielleicht hat er eine 2-2er-Kreatur gezogen. Na, da ist eine. Da hat er 5 Mana, um den 9-9er da irgendwie zu aktivieren. Das macht er nicht. Ah, ich habe vergessen, Scry zu machen. Ach, Mann. So, wir könnten aber jetzt eins machen. Wahrscheinlich hofft er, dass wir mit dem 3-3er angreifen, dann aktiviert er ihn. Aber 3 Mana geben ein Land auf die Hand, spielen das aus, das wäre doch gut. Dann er hat eine Karte auf der. Ja, das machen wir mal. Wir bemannen mal den 1-3er Holy. Greifen mit dem an. Und du wirst wahrscheinlich jetzt den 9-9er umwandeln. Das Land 5 Kreaturen opfern und wirst jetzt gleich ganz doll fluchen. Das tut mir jetzt wirklich, wirklich leid. Schmeißen es ab. Geben dir die Kreatur auf die Hand und uns ein Land. Und du wirst uns jetzt dafür hassen. Also es tut mir wirklich, wirklich leid gerade. Das ist wirklich ist nicht nett. Wirklich nicht nett von mir. Aber Magic ist ja jetzt nicht immer ein Sparspiel. So, du ziehst leider keine 3 Handkarten, aber wir. Und ja, sorry dafür.
gucken, was jetzt noch spielen kannst, ob du was spielen kannst. Wir schauen uns mal die oberste Karte an. Haben hier eine Scry, hatten wir vorhin vergessen. Ein Vincentantes brauchen wir nicht. Packen wir runter. Jetzt ziehen wir drei Karten. Und eine normale Karte. Ja, und wenn er was ausspielen würde, könnten wir ihm wieder was auf die Hand geben. Also ich glaube, das Spiel ist quasi over. Und wir greifen jetzt. Deswegen hat er wahrscheinlich auch nichts ausgespielt. Seine letzte Karte. Okay. Und wir greifen mit allen an. Ah. Deswegen hat er nichts ausgespielt. Alles klar. Alles klar, dann greifen wir trotzdem mit denen an, die wir haben. Warum zieht er jetzt eine Karte? Dann zieht er ja keine drei Karten. Hat er ver Hast du das vergessen? Holy? So, dann machen wir nämlich eins. Wir geben ihm quasi ein Land auf die Hand zurück. Und wir nehmen uns den Flieger. Spielen den Flieger. Schauen uns die obersten vier Karten unserer Bibliothek an. Bestätigen wir. Spielen das noch. Und geben jetzt einfach mal das Spiel ab. Gucken, was er macht. Wir können am Ende seiner Runde die Karte spielen. Wir können auch nochmal hier unseren 6-5er aktivieren. Oder jetzt einfach den 2-1er eliminieren. Dann kriegen wir nämlich auch nochmal drei Handkarten. So, das machen wir jetzt auch. Und dann sollte das das Spiel gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Holy, nochmal fürs Spielen. Ja. Also war jetzt wirklich, glaube ich, gerade nicht wirklich fair. Aber das Deck funktioniert wirklich nicht schlecht, wie man gerade sieht. Und ja, wir spielen mal noch die Karten hier aus. Dann können wir nämlich diese Kreatur hier noch aktivieren. Wir opfern ihn hier, suchen uns ein Artefakt raus. Könnt ihr fragen, was wir uns nehmen. Nehmen Koloss, bestätigen Koloss. Können wir quasi für umsonst spielen, weil wir viel zu viele Artefakte draußen haben. Spielen uns ein Koloss noch. Spielen die Messe. Suchen uns noch was raus. Suchen uns noch ein Koloss raus. Ich glaube, wir beenden das. Ich wollte nur mal zeigen, was das Deck eigentlich noch kann. Spielen den Koloss. Aktivieren jetzt ihn hier. Dem 3-2er. Und ihn hier aktivieren wir auch nochmal mit dem 1-3er. Und vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Spielen, Holy Crap. Und ja, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Etwas längeres Spiel, aber wahrscheinlich auch ein sehr spaßiges Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja. Bis nächste Woche. Also jetzt wirklich. Tschüss. Okay. Bis dahin. Ciao. So. Letzten Damage. Bis dahin.